Schweiz mag zwar eines der kleinsten Länder Westeuropas sein, was atemberaubende Eisenbahnstrecken angeht, ist sie aber kaum zu überbieten. Zu den großartigsten gehört die Berniner Bahn, die höchste offene Gebirgstransversale in ganz Europa, die das Dach Europas vom schweizerischen St. Moritz zum norditalienischen Städtchen Tirano überquert. St. Moritz ist heute einer der berühmtesten Wintersportorte der Welt, der mit seinem herrlichen Champagnerklima, sicherem Schnee und viel Sonne jährlich Tausende von Besuchern anlockt. Dies trifft freilich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu. Es begann im September 1864, als Johannes Badrut, der Eigentümer des Kulm-Hotels, mit vier seiner regelmäßigen britischen Sommergäste eine Wette einging, dass sie einen Winterurlaub im Engadin ebenso attraktiv finden würden. Sein Angebot lautete, er würde Unterkunft und Rückreise bezahlen, falls sie über ihren Aufenthalt im Schnee nicht begeistert wären. Die Gäste kamen zu Weihnachten und blieben bis Ostern. Johannes Badrut hatte seine Wette gewonnen und der Ruf der Schweiz als begehrter Winterurlaubsort war gegründet. Die Kette der Seen im oberen Engadintal friert im Winter zu und die dicke Eisdecke in St. Moritz verwandelt sich in eine eher ungewöhnliche Sportstätte. Markisen werden errichtet und, Sie sehen richtig, eine einzigartige Pferderennbahn wird präpariert. Mit Zuschauertribüne und dem ganzen Drum und Dran, den der Galoppsportfreund sich wünschen kann. Der Galoppsport auf dem Eis hat seine ganz eigene Atmosphäre. Es ist die Kombination aus der wunderbaren Landschaft, dem warmen Wintersonnenschein, dem internationalen Teilnehmerfeld und dem ebenso internationalen Publikum, sowie der Aufregung und Spannung, die ein Pferderennen mit sich bringt, die den White Turf, den weißen Turf, zu einem der größten Ereignisse im gesellschaftlichen und touristischen Kalender der Wintersaison macht. Das Duo Innen, Leona Saus und Lusitano, dann Justin, Bartel, Algen, Roach und Honey Flutter. Einlauf mit Leonas Innen, angegriffen von Lusitano, dann Bartel, Leonas und Lusitano. Noch ungewöhnlicher, ja einzig in der Welt auf dem gefrorenen See von St. Moritz, ist der Polo World Cup on Snow, der Polo-Weltcup auf Schnee. Dieses internationale Turnier wird seit 1985 hier jährlich veranstaltet. Unter Anleitung von zwei berittenen Schiedsrichtern treten Teams mit je vier Spielern gegeneinander an. Es gilt das normale Handicap-System. Das garantiert, dass die Mannschaften ungefähr auf gleichem Niveau stehen. Hart umkämpfte, ausgeglichene Spiele sind also garantiert. Für die harte Spieloberfläche mussten einige geringfügige Veränderungen an Regeln und Ausrüstung vorgenommen werden. Zur besseren Sichtbarkeit wird mit aufblasbaren bunten Plastikbällen nach Indoor-Regeln gespielt. Und um den Ponys die nötige Rutschfestigkeit und Beweglichkeit zu geben, werden sie mit speziellen Schneehufeisen mit Spikes beschlagen. Der erste Eisenbahnzug traf im Sommer 1904 am Bahnhof von St. Moritz ein, nachdem die aus Chur führende Albula-Linie der Rätischen Bahn in Betrieb genommen worden war. Schon sechs Jahre später öffnete die Berniner Bahngesellschaft den durchgehenden Schienenverkehr vom Engadin bis zum italienischen Tirano. 1943 fusionierte die Berniner Bahn mit der Rätischen Bahn. Und seit 1968 befährt der Berniner Express durchgehend die Strecke zwischen Chur und Tirano. Schon die Fahrt von Chur auf der Albula-Linie passiert durch überaus eindrucksvolle Landschaften. Der Zug besteht aus den in den 80er Jahren in Dienst gestellten modernen Waggons in grauer und roter Farbgebung, wie sie beim Berniner Express fast ausschließlich zum Einsatz kommen. Als die Rätische Bahn die Modernisierung ihres Fuhrparks in Angriff nahm, erkundigte sie sich bei ihren Fahrgästen, ob sie klimaversiegelte Waggons, wie die im Glacier Express fahrenden Panoramawagen, vorzogen oder solche, bei denen sich die Fenster öffnen ließen. Mit überwältigender Mehrheit entschied sich die Kundschaft für die Letzteren, die nicht zuletzt dem Amateurfotografen die Chance geben, Reiseerinnerungen für das Fotoalbum zu sammeln. In den Sommermonaten wird mit dem Heidiland Berniner Express noch ein zusätzlicher Dienst geboten, dessen Durchgangswagen jeden Tag in den frühen Morgenstunden Landquart zur malerischen Fahrt durch das Prättigau nach Klosters und Davos verlassen.
Nach Davos rollt der Heideland-Express durch das Tal der Landwasser in Richtung Filisur, wo das Gleis in die Albula-Linie einmündet. Erst einmal aber führt diese Strecke über den zweithöchsten Viadukt im ganzen Netz der Rätischen Bahn. Dieses 1908 errichtete spektakuläre Steinbogenbauwerk trägt das Gleis über 200 Meter weit in 87 Metern Höhe über die Landwasser. Hinter Samedan befährt der Zug die 5 Kilometer lange Zweigstrecke nach Pontresina, die die Rätische Bahn 1908 zeitgleich mit dem Beginn des Betriebs auf der Berliner Strecke verlegte. Die ersten 5 Jahre lang kam auf diesem Streckenstück Dampftraktion zum Einsatz, ehe es 1913 elektrifiziert wurde, als die Engadin-Strecke nach Szkuol-Tarasp den Betrieb aufnahm. Unsere Winterreise mit dem Berliner Express beginnt im Bahnhof von St. Moritz, der gleichzeitig Endstation der Albula- und Engadin-Linie sowie der Berliner Bahn ist. Bis zur Gipfelstation Ospizio Bernina oder Bernina Hospiz müssen wir über 470 Meter klettern, bevor wir die lange Talfahrt nach Tirano antreten, das kurz hinter der italienischen Grenze liegt. Die ersten Streckenabschnitte der Berliner Bahn wurden 1908 für den Verkehr geöffnet und in ihrer ganzen Länge war die Route im Juli 1910 befahrbar. Damals war aber ein Großteil der Strecke nur in den Sommermonaten passierbar und erst 1913 wurde der durchgehende Betrieb ganzjährig ermöglicht. Das Kirchlein San Gian steht auf einem kleinen Buckel unweit der Gleise. Der Glockenturm wurde 1682 vom Blitz getroffen, aber glücklicherweise blieb die mittelalterliche Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit ihrer geschnitzten Holzdecke und ihren Fresken unversehrt. Die Berliner Bahngesellschaft operierte von Anfang an mit elektrischer Traktion und zählte zu den Schweizer Pionieren beim Einsatz dieser neuen Antriebskraft. Die ersten 20 Jahre lang fuhr sie mit 750 Volt Gleichstrom, was 1935 auf eine Spannung von 1000 Volt Gleichstrom erhöht wurde. Als die Rätische Bahn mit der Elektrifizierung ihres Netzes begann, entschied sie sich für ein anderes System, und zwar 11 kV Wechselstrom bei 16 2/3 Hertz. Und dieser Systemunterschied bedeutet, dass der wechselseitige Einsatz von Lokomotiven und Triebwagen nicht möglich ist. Wie der Bahnhof von St. Moritz muss auch der von Pontresina in der Lage sein, den Betrieb mit beiden elektrischen Systemen zu bewältigen. Gleis 1 ist mit einer Fahrdrahtspannung von 11 kV Wechselstrom für die aus Samedan und anderen Teilen des RHB-Netzes kommenden Loks und Triebwagen ausgerüstet, während Gleis 4 den Gleichstrommaschinen der Berliner Bahn vorbehalten ist. 1980 wurde Gleis 3 auf Umschaltbarkeit zwischen beiden Stromsystemen umgestellt und kann nun von Lokomotiven beider Typen befahren werden. Die Berliner Bahn setzte von Anfang an Triebwagen ein. Und zunächst wurden bei SIG 15 BCE44 Maschinen mit elektrischer Ausrüstung von Aliot gekauft. Mehrere von diesen wurden in den 40er und 50er Jahren umgebaut und ziehen auch heute noch auf der Berliner und der Arosa Bahn Werkszüge. 1911 wurde der Fuhrpark um 3 weitere Triebwagen erweitert, mit den Seriennummern 21 bis 23. Sie boten Platz für 12 Fahrgäste der ersten und 24 der zweiten Klasse. Die Nummer 21 ist auch heute noch im Einsatz, nach Umbau nun als XE44 Nummer 9922 mit Heimatbahnhof in Poschiavo. Derselbe Bahnhof beherbergt noch eine weitere Oldtimer-Maschine der Berliner Bahn, den Gepäcktriebwagen FE22 Nummer 51 aus dem Jahre 1909, der jetzt unter der Bezeichnung DE22 Nummer 151 firmiert. 1916 wurde bei BBC die GE66-Lokomotive mit der Nummer 81 gekauft. Nach Umbau und mit neuer Nummer wird sie nun im Eisenbahnmuseum Blonay-Chambly ausgestellt.
Ein Jahrzehnt später hielt sie Gesellschaft von ihrer Schwesterlok Nummer 82, deren großer Schneepflug ihr ein auffälliges Profil verlieh. Diese Lok tut seit 1984 in Frankreich bei der Lamure-Bahn Dienst. 1968 kaufte die Rätische Bahn zwei GEM442 Kraftlokomotiven für den neu eingerichteten Bernina Express. Auf der Bernina Linie beziehen sie die Energie für ihre vier elektrischen Fahrmotoren aus dem Gleichstrom-Fahrdraht, während im Wechselstromnetz der RHB auf die beiden Dieselmotoren umgeschaltet wird. Die alternde Triebwagenflotte wurde in den 60er und 70er Jahren durch neue ABE44-Maschinen ersetzt, von denen zwei in Doppeltraktion unseren Bernina Express ziehen. Zu guter Letzt kamen 1988 noch sechs weitere ABE44-Triebwagen hinzu, deren größere Stärke sie in die Lage versetzt, normale Bernina-Züge in Alleinarbeit zu ziehen. Im Übrigen sind japanische Besucher immer wieder überrascht, auf der Nummer 54 den Namen Hakone zu finden, der ein Erholungsgebiet südlich von Tokio bezeichnet, wo die Hakone-Tosan-Bergbahn eine Schwesterfirma der Rätischen Bahn ist. Schon seit 1912 pflegen die beiden Unternehmen Kontakte. Der Erinnerung an die engen Verbindungen dienen Schilder in den Bahnhöfen von St. Moritz, Alpgrüm und Tirano. Nun verlassen wir Pontresina und setzen unsere Bergfahrt zum Gipfel der Strecke bei Ospizio Bernina fort. Die Bernina-Bahn entschied sich für die Meterspur, was wenigstens in dieser Hinsicht die Kompatibilität mit der benachbarten Rätischen Bahn garantierte. In der gesamten Schweiz sind auf rund 65% aller Eisenbahnstrecken Normalspurgleise verlegt, während die übrigen 35% unterschiedliche Schmalspurweiten verwenden. Das gesamte Netz der RHB verläuft mit Ausnahme einiger kurzer Streckenabschnitte eingleisig, wobei Kreuzungen nur in Bahnhöfen und an bestimmten Kreuzungsstellen vorgenommen werden können. Die Eisenbahn erhält ihren Namen von der Gebirgskette, an deren Fuß unsere Reise entlang führt und die die Grenze zwischen Italien und der Schweiz bildet. Der höchste Gipfel hier ist der Piz Bernina, gleichzeitig der einzige 4000er dieser Region. Die Tatsache, dass der Anstieg bisher nur sanft war, täuscht. Bei einem Maximalanstieg von 70 Promille, den steilsten Rampen im ganzen Netz der RHB, wird den Antriebsaggregaten das Äußerste abgefordert. Darüber hinaus ist die Strecke auf nicht weniger als zwei Dritteln ihres gesamten Verlaufs so steil. Mörteratsch war für die als Touristenbahn geplante Berliner Bahn schon immer eine wichtige Station. An den sonnenüberfluteten Tischen des Restaurants neben dem Bahnhof suchen Wanderer und Skiläufer Erfrischung. Der Weg über die Gleise führt zur Zunge des Mörteratsch-Gletschers, ein beliebtes Wanderziel. Der erfahrene Bergskiläufer kann aber noch sehr viel intimere Bekanntschaft mit dieser gewaltigen Eismasse machen. Zu gewissen Zeiten des Jahres werden organisierte Skitouren von Diavolezza nach Mörteratsch geboten, bei denen örtliche Bergführer den sichersten Weg über dieses ehrfurchtgebietende Naturphänomen weisen. Mörteratsch erreicht die Rampe ein weiteres Mal den Maximalanstieg von 70 Promille und unsere Bergtour hat im Ernst begonnen. 70 Promille sind fast schon das Maximum, das ein Zug ohne Zahnstangenunterstützung bewältigen kann.
Diese Bergwelt wird von einer reichen Flora und Fauna bewohnt. Die beliebten Murmeltiere haben sich freilich schon lange in den Winterschlaf verabschiedet. Manchmal sind vom Zug aus Steinböcke auf den hohen Geröllhängen zu sehen. Die Bergziegen mit ihren langen gedrehten Hörnern sind hier so etwas wie das örtliche Wahrzeichen und schmücken das Wappen des Kantons Graubünden, das am Bug unserer Triebwagen prangt. In Bernina Suhrt überquert die Bahn die Passstraße. Vor dem Bau der Eisenbahn boten die Häuser aus dem 16. Jahrhundert mit ihren großen Ställen dem Reisenden Schutz und die Möglichkeit zum Pferdewechsel. In Diavolezza haben die Skifahrer ihr Paradies erreicht. Die Hänge hier sind ebenso beliebt wie die des benachbarten Piz la Calp. Und an beiden sind die Skipässe gleichermaßen gültig. '56 wurde in Diavolezza eine Seilbahn gebaut. Angesichts des immer größeren Ansturms von Skiläufern reichte die ursprüngliche Anlage aber bald nicht mehr aus und wurde Anfang der 80er Jahre ersetzt. Die neuen Kabinen, die je bis zu 125 Fahrgäste tragen können, überwinden zwischen Tal- und Gipfelstation eine Höhendifferenz von über 880 Metern. Auf den schneebedeckten Hängen hoch über unserer Strecke gibt es Wintersportfreuden für die ganze Familie. Die Schweiz war eines der ersten Länder, die das Potenzial des alpinen Skisports und natürlich besonders der Abfahrt entdeckt hatten. Und St. Moritz hat auch bereits zweimal die Olympischen Winterspiele veranstaltet, 1928 und 1948, als bisher einzige Schweizer Stadt, der diese Ehre zuteil wurde. Die letzte Abfahrt zur Talstation ist zwar steil, bietet aber unten genug Auslauf. Da kann dann jeder die Skier einmal laufen lassen und vom Gewinn einer Goldmedaille fantasieren. Beim Bau der alten wie auch der neuen Diavolezza Luftseilbahn hat die Rätische Bahn eine wichtige Rolle gespielt. In den 50er Jahren transportierte sie Kabel und Kabinen aus Chur heran, während sie 30 Jahre später die Aufgabe hatte, die 320 Tonnen Stahlkabel heranzuschaffen, auf denen die neuen Kabinen auf- und abgleiten.
Die Landschaftsbeschaffenheit in diesem baumlosen Gebiet brachte konstante Lawinengefahr für die Bahn mit sich. Mitte der 30er Jahre wurden die Gleise auf eine sicherere Trasse in größerer Entfernung von den Berghängen verlegt und der Berniner Bach wurde mit zwei Stahlbrücken überquert. An besonders verwundbaren Stellen wurden Lawinenschutzgalerien errichtet oder Tunnel gebohrt. Und wir passieren durch die 175 Meter lange Arlas-Galerie, den ersten der Schutzbauten auf diesem Streckenabschnitt. Nun passiert die Strecke zwei Seen, die im Winter natürlich unter dicken Eis- und Schneedecken ruhen. Das Wasser des Lai Nair, des Schwarzen Sees, fließt in den Inn, der seinerseits in die Donau mündet, die nach langem Weg das Schwarze Meer erreicht. Nur wenige Meter trennen den Lai Nair vom sehr viel größeren Lago Bianco und das gelbe Schild neben dem Gleis markiert die Wasserscheide zwischen den beiden. Der Name Weißer See rührt von der milchigen grün-weißen Farbe des Gletscherwassers her, das dann durch Rohre bergab in einen vor Alp Grüm gelegenen Stausee geleitet wird, ehe es schließlich im Poschiavo-Fluss durch Italien in Richtung Adriatisches Meer fließt. Nahe Brusio, unweit der italienischen Grenze, dient es dann in einem Wasserkraftwerk der Stromerzeugung. Die dort hergestellte Energie kehrt durch das landesweite Stromnetz, dessen Kabel nahe unserer Strecke verläuft, in die Schweiz zurück. Ein Teil wird jedoch transformiert und gleichgeschaltet, um unserem Zug die Antriebskraft zu geben. »2253 Meter über dem Meeresspiegel haben wir nun den höchsten Punkt der Strecke erreicht. Ospizio Bernina ist nicht nur der höchstgelegene Bahnhof im ganzen Netz der Rätischen Bahn, sondern der höchste Bahnhof einer Adhäsionslinie in der ganzen Schweiz.« Der Name Ospizio rührt von dem Hospiz her, das nahe dem Gipfel der Passstraße steht, einen kurzen Sprung oberhalb des Bahnhofs. Die alte Säumerstraße über die Berge nach Italien wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch eine Kutschstraße ersetzt, was die Verbindung zwischen dem Engadin und dem Südteil des Kantons erheblich beschleunigte. Im Winter blockiert tiefer Schnee bisweilen die Straße und schneidet das Hospiz von der Außenwelt ab, obwohl der Postdienst normalerweise dank zwei eher ungewöhnlichen Mitarbeitern der RHB aufrechterhalten werden kann. Charlie und seine Tochter Nina leben hier schon seit Anfang der 90er Jahre und verdienen ihren Unterhalt damit, dass sie bei jedem Wetter die Verbindung zwischen Bahnhof und Hospiz aufrechterhalten. Stationsvorsteher Marco Bachmann kümmert sich liebevoll um die beiden vierbeinigen Mitarbeiter, die geschätzte Angehörige des Bahnhofspersonals sind. Nach Ospizio wird unser Zug den langen Abstieg beginnen. Bis zum Ende der Reise in Tirano müssen wir über 1800 Meter Höhe verlieren. Das Streckengleis Richtung Tirano führt durch ein steinernes Gebäude hindurch, das eine Drehscheibe enthält, auf der die Schneeschleuder im Winter gedreht werden kann.
In dieser extremen Höhenlage führen die Mitarbeiter der Bahn einen ständigen Kampf, um die Gleise von Schneeverwehungen freizuhalten. 1911 erwarb die Berliner Bahn eine selbstfahrende Dampfschneeschleuder mit der Nummer 9213, zu der im folgenden Jahr eine weitere Maschine des gleichen Typs, die Nummer 9214, hinzukam. Nummer 9213 steht heute in Pontresina und lässt sich zur großen Freude der Dampfenthusiasten noch gelegentlich auf der Berliner Strecke blicken. Heutzutage kommen freilich vorwiegend die moderneren Schneeschleudern mit elektrischem Antrieb zum Einsatz. Und die Triebwagen verfügen alle über ihre eigenen eingebauten Schneepflüge. Den ganzen Tag hindurch sind Teams von Schneeräumern im Einsatz, um die Strecke von Hindernissen freizuhalten, damit wir störungsfrei durch die spektakuläre Landschaft gleiten können. Nach dem Umrunden einer Kurve erhaschen wir den ersten Blick auf den Palü-Gletscher, der zwischen den Gipfeln des Piz Palü und des Piz Varuna liegt. Der eine fast 4000 Meter hoch, der andere 3500. Alpgrüm hat keinen Straßenzugang und daher müssen fast alle Zulieferungen für Restaurant und Bahnhof auf dem Schienenweg herauftransportiert werden. Der Panoramablick von der Terrasse in Alpgrüm wird vom majestätischen Palü-Gletscher dominiert, dessen Eismasse selbst im Juli schneebedeckt ist. Die Gletscherzunge hat sich seit Eröffnung der Bahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit zurückgezogen, wohl eine Folge der allgemeinen Erwärmung der Erdatmosphäre. Das attraktive Bahnhofs- und Restaurantgebäude ist solide aus Naturstein gebaut, um den harten klimatischen Bedingungen dieser Alpenregion trotzen zu können. Es trat an die Stelle eines älteren Bauwerks, das den Fahrgästen bis Anfang der 20er Jahre gedient hatte. Unsere Reise mit dem Bernina Express setzen wir von hier ab im Hochsommer fort, der uns beim Abstieg nach Italien die bewaldete Landschaft in ihrem schönsten Kleid präsentieren wird. Nach Alpgrüm müssen wir bis Boschiavo über 1000 Meter an Höhe verlieren. Und dieses schier unmöglich erscheinende Unterfangen wird mit Hilfe einer Serie von Schleifen und Kehrtunneln bewältigt. In der Luftlinie beträgt die Entfernung zwar nur 6 Kilometer, die Eisenbahningenieure waren aber gezwungen, 16,5 Kilometer Gleise zu verlegen, um den Maximalanstieg der Rampe nicht zu überschreiten. Der Abstieg von Alpgrüm beginnt innerhalb weniger Meter mit einer ersten Schleife, die die Strecke in Gegenrichtung unterhalb des Bahnhofs zurückführt. Wenig später schlägt die Strecke wieder ihre südliche Richtung ein. Und zwar wird sie dieses Mal in einem 840 Meter langen Tunnel- und Galeriekomplex ein weiteres Mal um 180 Grad gewendet. Die ersten 40 Jahre lang stand der 254 Meter lange Tunnel allein. Zum Schutz vor Lawinengefahr wurden 1949 aber die untere und obere Galerie angeschlossen.
Der in der grünen Farbe des Gletscherwassers schimmernde Stausee unter uns ist eine der Wasserquellen für das Kraftwerk von Brusio. Sein Wasser, das ursprünglich vom Schmelzwasser des Palü-Gletschers stammt, wird zusätzlich aus dem Lago Bianco gespeist. Auch der Pilar-Tunnel, der die Strecke erneut um 180 Grad wendet, ist mehrere Jahrzehnte nach der ursprünglichen Bohrung an beiden Enden durch Lawinenschutzgalerien verlängert worden. Während wir uns in Schleifen und Kurven den Hang hinabtasten, erhaschen wir gelegentlich einen kurzen Blick auf den Bahnhof von Cavaglia, der rund 400 Meter unterhalb von Alpgrüm im Talgrund liegt. Nachdem wir zum letzten Mal Tal aufgekreuzt sind, überqueren wir den Pilarbach auf einem 32 Meter langen Steinbogenviadukt und fahren danach sofort in eine Lawinenschutzgalerie ein. Über die nächsten Kilometer mäßigt sich die Steigung ein wenig, während der Zug an der Ostseite des Tals Richtung Cavaglia rollt. Der Bahnhof von Cavaglia liegt am Boden des Cavaglia-Stales. Cavallo ist das italienische Wort für Pferd. Ein Bezug auf die frühere Bedeutung dieses Ortes als Platz für Rast und Pferdewechsel auf der alten Berniner Passstraße. Wir haben mittlerweile fast 400 Meter an Höhe verloren. Bis Poschiavo liegt aber ein weiterer Abstieg von 678 Metern vor uns. Durchfahrt des Val Varuna 1-Tunnels rollen wir in das Poschiavo-Tal, dem unser Zug bis zum Ziel der Reise in Tirano folgen wird. Während sich unser Zug in mehreren Traversen den steilen Hang hinunterschlängelt, eröffnen sich talab herrliche Ausblicke nach Italien. In der Distanz sehen wir den Lago di Poschiavo, den Poschiavo-See, an dem uns unsere Reise später vorbeiführen wird. Am Talende nehmen wir bei der Anfahrt auf die kleine Station von Cadera eine weitere Richtungsänderung um 180 Grad vor, diesmal in einer offenen Kehrschleife.
Zweimal überqueren wir auf diesem Streckenabschnitt den Cavaljas oder Cavaljasco-Fluss. Er wird aus dem Stausee unterhalb von Alpgrün gespeist, den wir zuvor passiert hatten. Die obere Brücke, ursprünglich ein Steinbogenbauwerk, wurde 1989 durch eine Betonkonstruktion ersetzt. Das Dorf San Carlo, das sich unterhalb unserer Strecke ins Tal schmiegt, liegt an der Berniner Passstraße, die seit Ospizio Bernina mehrere Kilometer östlich der Bahnstrecke verlaufen war. Poschiavo ist eine der wichtigsten Stationen der Berniner Bahn und beherbergt das Hauptdepot auf dem südlichen Streckenabschnitt. Die Rätische Bahn ist ein wichtiger Arbeitgeber im Tal und spielt in der Lokalwirtschaft eine bedeutende Rolle. Die Stadt Poschiavo, die Hauptsiedlung des Puschlav, ist viele Jahrhunderte älter als die Eisenbahn. Sie wurde zum ersten Mal im 11. Jahrhundert erwähnt und während des Mittelalters kämpften hier die Bischöfe von Chur und Como um die Oberherrschaft. Anfang des 15. Jahrhunderts traten die Puschlafer in den Gotteshausbund ein, den Vorläufer des heutigen Kantons Graubünden, und verblieben auch in der Schweizer Eidgenossenschaft, als ein Großteil der Region 1797 an Italien abgetreten wurde. Die alten Straßen und Piazzas laden zum Spaziergang ein und viele der Gebäude datieren aus dem 17. Jahrhundert. Im Gegensatz zur Altstadt ist der Bahnhof ein modernes Bauwerk, das Anfang der 60er Jahre das ursprüngliche Gebäude ersetzte. Unsere Strecke folgt nun dem Tal, vorbei am Lago di Poschiavo in Richtung Italien. Der Eisenbahnbetrieb zwischen Poschiavo und Tirano wurde im Sommer 1908 aufgenommen. Und dank des gemäßigten Klimas hier unten konnten die Züge von Anfang an ganzjährig fahren. In San Antonio wird unser Gleis Teil der Hauptstraße Richtung Italien. Der Abstand zwischen der Kirche und den Häusern ist so eng, dass jeweils nur ein Fahrzeug hindurchpasst. Und da unser Zug natürlich Vorfahrt hat, muss der gesamte Autoverkehr warten, bis wir durch den Engpass hindurch sind. Thank you.
Bei der Durchfahrt von Le Prese sind die Schienen sogar wie bei einer Straßenbahn in die Straßenoberfläche eingelassen. Und wegen der unmittelbaren Nähe zu den anderen Fahrzeugen hat der Zug auf diesem Streckenabschnitt nur eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km pro Stunde. Im Übrigen ist dies mit einem Anstieg von nur 12 Promille das flachste Stück der ganzen Strecke. Unser Zug folgt dem Westufer des Lago di Poschiavo, der ein beliebter Spielplatz für Windsurfer und Dinghy-Segler ist. Der See entstand, als ein prähistorischer Bergsturz den Poschiavo-Fluss aufstaute. Wie auch der Lago Bianco dient diese Wassermasse der Speisung des Wasserkraftwerks in Brusio. Die Station am unteren Ende trägt den Namen Miralago, was übersetzt so viel heißt wie Seeblick. Die herrliche Aussicht zurück auf das Tal, die ein Blick aus dem Zugfenster bietet, beweist die Berechtigung dieses Namens. Nach Miralago musste die Strecke erneut durch eine steile Schlucht geführt werden, die mithilfe zweier Kehrschleifen oberhalb des hübschen Dorfes Brusio überwunden wurde. Dies ist eine landwirtschaftlich orientierte Region, in der unser Zug von Weingärten und Tabakfeldern umgeben ist. Da auch der Talboden bei Brusio steiler abfällt als die 70 Promille, die unser Zug bewältigen kann, lösten die Eisenbahningenieure das Problem durch den Bau des einzigartigen Kreisviadukts mit einem Radius von 70 Metern. Dieser eindrucksvolle Kunstbau, errichtet im Jahre 1907, ist fast 116 Meter lang und besteht aus 9 Steinbögen und einem Erddamm, der das Glas auf den Talboden hinabträgt. Innerhalb des Kreises wachsen Kastanien und 1994 wurde eine Gruppe von 3 Skulpturen von Cristiano Paganini aufgestellt. Das Gleis passiert durch einen der Bögen, den wir soeben überfahren haben, jetzt freilich 20 Meter unterhalb der oberen Linie.
Wir durchfahren den kurz vor der Grenze gelegenen Bahnhof Campo Cologno. Die Pass- und Zollabfertigung findet entweder auf dem Zug oder im Bahnhof von Tirano statt. Und der Übergang von der Schweiz nach Italien ist kaum bemerkbar. Campo Cologno bildete ursprünglich den Endpunkt der Strecke der Rätischen Bahn, bis sie 1949 die letzten 2,5 Kilometer von der Tramvia Tirano-Campo Cologno-Gesellschaft übernahm. Heute ist sie Eigentümerin der Linie bis nach Tirano. Auch in Tirano teilt sich die Eisenbahn die Straße mit dem Autoverkehr. Auf dem Platz neben der Pilgerkirche Madonna di Tirano, die anfangs des 16. Jahrhunderts errichtet wurde, hat die Eisenbahn Vorfahrt. Die Reise endet im Bahnhof von Tirano. Nur 60 Kilometer lang quasi. Aber auf dieser kurzen Strecke haben wir eine Höhendifferenz von über 1800 Metern überwunden und den Übergang vom tief verschneiten Winter in die Sommerwärme erlebt. In Tirano bieten sich dem Reisenden zahlreiche Möglichkeiten, so der Umstieg in die italienischen Staatsbahnen für den Anschluss nach Mailand. Im Sommer bietet sich eine Busfahrt ins schöne Lugano mit direktem Anschluss an die Bernina Expresszüge. Es bleibt freilich noch eine dritte Möglichkeit. Und die ist vielleicht die beste. Die Rückfahrt mit der Bernina-Bahn, um diese herrliche Reise noch einmal zu genießen.